Abteilung damals? Ja, wir hatten also erst die Abfuhr von der Frau Thorsten und dann aber nun darum, weil die Volksbildung verantwortlich war für uns, sind wir dann später noch einmal hingegangen, diesmal mit Karl Mayer. Und sprachen dort mit einem Hauptabteilungsleiter. Der hörte sich das alles an und fand die Sache sehr sympathisch, sprach dann noch mit einem Vorgesetzten und machte auch in dessen Namen den Vorschlag, eine Argumentation auszuarbeiten für die Partei. Diese Argumentation haben wir natürlich postwendend ausgearbeitet und wieder hingebracht zur Volksbildung. Die ging dann zur Partei. Die Partei, die reagierte nicht. Als wir dann wieder waren bei der Volksbildung und der Genosse, der Abteilungsleiter, der rief an, ich weiß nicht, Zentralkomitee oder Politbüro, den kamen die Tränen in die Augen, als er argumentierte, ihr treibt mit den Esperantisten ein Ringelspiel, so kann das nicht weitergehen, so ist das nicht möglich, und bekam die Antwort, schickt mal die Esperantisten zum Kulturbund. So, also wir zum Kulturbund und meldeten uns an bei dem Leiter damals, Schulmeister. Genossen Schulmeister. So, die Sekretärin unten, die mit ihm nun telefonierte, die gab uns Bescheid, im nächsten Halbjahr hat Herr Schulmeister keine Zeit, ist er ausgebucht. Ist er ausgebucht. So, naja, nun glauben wir ja nicht daran, dass irgendeine Person ein halbes Jahr lang ausgebucht ist, dass sie nicht jemand empfangen kann für eine halbe Stunde. Also wussten wir oder nahmen wir an, dass Genosse Burmeister schon Auftrag gehabt hatte, von der Partei uns abzuwimmeln. Damit war erstmal Schluss. Aber die Arbeit für Anerkennung des Esperanto, die ging ja immer weiter und ging sicher dann der Partei auf die Nerven. Ach so, ich hatte schon gesagt von dem Artikel dann, den der Alenser Professor geschrieben hat. Und das war dann das Letzte eigentlich, was negativ war. Die nächste Nachricht kam dann aus Berlin. Es wird ein zentraler Arbeitskreis Esperanto im Kulturbund gebildet. Und nun wurde ich einmal nach Berlin gerufen, um die Sache in die Wege zu leiten. Alice, meine Frau, war mit, die empfand aber, der Kollege, der Freund des Kulturbundes, als störend, und wir merkten, dass da große Angst vorherrschte, mit den Esperantisten zu verhandeln, mit denen irgendetwas zu machen. Hat er mir später auch bestätigt. Genosse Menger war bis dahin Personalchef im Kulturbund, von Anfang an des Kulturbundes dabei,
galt als einer der versiertesten Leiter des Kulturbundes. Und dem hat man dann zugetraut, mit uns Esperantisten irgendwie fertig zu werden. So, Genosse Zenker, mit Genossen Zenker oder eher mit mir, stellten eine Liste zusammen, von Demokratie ja keine Spur, über die Mitglieder des Zentralen Arbeitskreises. Und die wurden dann zu einer Sitzung berufen zum Kulturbund, wo auch alle erschienen, alle Vorgeschlagenen und alle Angeschriebenen. Das war Grund zu großem Erstaunen von Genossen Menger. Sowas hat er noch nicht erlebt von einem anderen Verband, Interessenverband, dass die Mitglieder so eifrig sind, dass sie auch gleich stattgeben einer Einladung. So, das war ein kleiner Plus für uns. Der Vorsitzende des Kulturbundes, Max Burkhardt war der Präsident. Den du vorhin gesagt hast. Achso, Professor Schulmeister. Der Schulmeister, ja. Der Genosse Schulmeister war da, der leitete die Sitzung, die erste Sitzung des Zentralen Arbeitskreises. Und von da an kamen wir regelmäßig zusammen. Ja, und du warst stellvertretender Vorsitzender dieses Zentralen Arbeitskreises, ja? Und später die große Sache dann, das erste Lehrbuch, das in der DDR herauskam, stammt von Ludwig Schödel. Ja? Naja, das war nun eine gewisse Bedingung, dass wir überhaupt einen Sinn hatten zu arbeiten. Wir mussten ja neue Mitglieder werben und das wollte der Kulturbund auch. Und um neue Mitglieder zu werben, mussten wir Kurse durchführen. Für Kurse braucht man Kursusmaterial, ein Lehrbuch. Wir haben uns dann umgesehen. Ich kannte verschiedene, damals dachte ich, Möglichkeiten von Autoren, die ich auch alle angeschrieben habe, die sich aber alle als alle negativ dann auswirkten. Ein Manuskript bekamen wir, das war so schlecht geschrieben, mit vielen Zetteln überklebt und durcheinander und verwiesen hin und wieder, dass die Kommission oder der Zentrale Arbeitskreis abgeraten hat davon und auch der Sohn von Herrn Sörgel, der hatte sich angeboten, ein Lehrbuch von seinem Vater fertig zu schreiben und wir hatten das akzeptiert, bekamen dann aber monatelang keine Antwort mehr, sodass wir uns dann davon lösten. Und ich entwarf ein Lehrbuch in großen Zügen. Ich war damals ein paar Wochen im Krankenhaus, konnte das also darum machen. Und dann wurde dieser Entwurf anerkannt und ein Verlag gesucht. Das war dann Enzyklopädie. Es gab dann Rücksprachen mit dem Verlag. Der Kulturbund war ja nun so hoch angebunden, dass wenn er eine Herausgabe befürwortete, naja, dann erschien eben diese Schrift. Und so musste eben mein Lehrbuch erscheinen, aber es gab sofort sehr viele Einschränkungen vom Verlag. Erstens mal eine bittere Einschränkung für ein Lehrbuch. Es musste alles
gesetzt werden mit der Maschine.